Also ja, und wir scheinen nochmal hier her zurückzukommen. Weil da oben ist ja immer noch verschlossen. Und ja, wir haben neue Wegpunkte. Ja, hier oben ist noch verschlossen. Dafür haben wir jetzt Urias, der uns begleitet. Jedenfalls als Phönix-Träger. Gut. Das heißt, wir können die schwarze Küste, die übrigens noch zu Fiara gehört, verlassen und uns jetzt dann ins Königreich Xu begeben. Dem letzten Kontinent auf Io. Also dem dritten Kontinent nach Fiara und Urgaf. Den letzten, den wir in Spellforce 1 kennenlernen werden. Aber jetzt betreten wir erst einmal das Portal. Dum, dum, dum. So. Damit haben wir die schwarze Küste abgeschlossen. Ja. Folgt dem Lichtkönig durch das Portal im Süden. Darius war nicht unter den Toten. Er ist weiter nach Empyria gezogen. Ihr solltet dem Anführer der Untoten folgen, der durch das südliche Portal geflohen ist. Dort liegt auch der Weg nach Empyria. Ja, Durchbruch nach Empyria. Ihr seid in Xu angekommen. Nun müsst ihr Empyria, die goldene Stadt, erreichen. Der Weg dorthin führt durch die Onyxbucht. Bezwingt den Lichtkönig. Der Lichtkönig lauert euch nahe dem Portal in der Onyxbucht auf. Ihr müsst ihn bezwingen, um euren Weg fortzusetzen. Ja, da ist er. Level 31 sogar. Mit Urias zusammen sollte ich das aber hinkriegen. Ich kann noch den Berserk benutzen. Zurück mit euch! So. Ja, findet einen Platz, um ein Lager aufzuschlagen. Ihr solltet ein Lager aufschlagen, um euren Weg nach Empyria zu sichern. Sucht nach einem Monument. Erfahrungspunkte, sehr viele. Ah, der Rich, die Rune des Lichtkönigs. Ein paar Zauber, Rotlederbeinlinge. Ring der Former. Ja. Und ja, unsere erste Nicht-Menschen-Rune als Order of Dawn Charakter. Also ihr werdet es vielleicht schon vermutet, erraten, erfasst haben. Ja, hier gibt es Gegner. Es gibt wieder nichtmenschliche Runenhelden, die allerdings nicht vom Maskierten diesmal kommen. Oh, der Hundezwinger und die Menschenarbeiterrune. Also habe ich doch richtig gewusst, dass wir eine gleich kriegen. Und auch eine 28er, also Level 17 Arbeiter für 28. Weil ja, man hat gesehen, der Maskierte scheint jetzt unser Feind zu sein. Jedenfalls der Feind des Phönix-Trägers. Oh, hier ist aber sehr viel Platz und alles. Das ist schön. Fischer Anuk. Mit seiner Fischerzunft. Ich habe aber gerade. Ach, die Steine sind direkt daneben. Gut. Ja, der Maskierte scheint unser Feind zu sein.
Ich schweife die ganze Zeit ab. Der Maskierte scheint jetzt unser Feind zu sein. Jedenfalls scheint er Zirkelmagier wieder zu erwecken. Haben wir im Intro gesehen, wie er Rohan erweckt hat. Und Darius hat ja in seinem Buch geschrieben, dass er vermutet, dass er auch die Zirkelmagierin Yana wiederbelebt hat, deren Grab wir jetzt gerade aufgesucht hatten. Also im Gegensatz zu Breath of Winter kommen wir nie an die nichtmenschlichen Runensteine nicht mehr über den Maskierten ran, sondern wohl einfach, indem wir die Schergen des Maskierten töten. Weil dieser Lichtkönig war ja ein Scherge des Maskierten. Und wir haben seine Rune gekriegt, weil er wohl ein Runensklave war. Nur dass er wohl aus freien Stücken, also dass er seine Rune selber bekommen hat. Ja, so ein bisschen Lore-Hintergrund. Jetzt aber zum Thema neues Gebäude. Also, jede Fraktion in Shadow of the Phoenix kriegt diese neue Art von Gebäude, nämlich die, ja, das Zwingergebäude, nenne ich es jetzt einfach mal. So, das setzen wir mal hier hin. Ist ein recht günstiges Gebäude und ermöglicht es, ganz schnell einen kleinen Trupp an Units zu holen. Also jeder kriegt so ein Gebäude, jede Fraktion. Da wir aber jetzt als erstes Menschen spielen, kriegen wir natürlich den Hundezwinger von den Menschen. Und natürlich, die anderen Fraktionen haben andere Tiere. Zeit zu sterben! Also, ja, man kann sich denken, das Ding heißt Hundezwinger, also sind das Hunde, die wir da ausbilden können. Zwerge zum Beispiel kriegen Steinböcke. Elfen kriegen, glaube ich, Feen, was ein bisschen komisch klingt. Orks kriegen, glaube ich, Kampfwildschweine. Trolle kriegen Aasgeier. Zurück mit euch! Was auch ein bisschen passt, da Trolle ja Leichensammler sind. Und ja, Dunkelelfen, kann man sich fast schon denken, sind Spinnen. Zurück mit euch! Verteidigt euch! So, die Spinne mal töten, dann mal zwischendurch speichern. Achtung! Ach ja, und nebenbei, also ja, wir gehen erstmal hier weiter ein Stück nach vorne. Da sind die Steine, die ein bisschen langweilig da in der Gegend rumstehen. Und ja, das habe ich auf jeden Fall in Erinnerung. Die Onyx-Küste hier ist die erste gemeinsame Map von, von beiden Charakteren, also dem Phönixträger und dem Träger der Schattenklinge. Gut, der Fischer hat uns scheinbar noch nichts zu sagen, weil wir das Monument nicht aktiviert haben. Ja, aber bevor wir das machen, speichern wir mal. Nennen das aber LP... Ich will es nicht Order of Dawn nennen, ich nenne es mal Phönix. Das andere nennen wir LP Schattenklinge. Dass wir zwei verschiedene Let's Play-Speicherstände haben, weil ich glaube, die werden... Muss ich mal gucken, ob sie im selben Ding dann landen. Müssten sie aber leider eigentlich. Oder auch nicht, ich bin mir gar nicht sicher. Gut, gespeichert ist. Wir können das Monument aktivieren.
Und die Cutscene dazu. Hey da, Fischersmann. Eine Frage. Bitte, nehmt mir nicht alles weg. Bitte. Ich will nicht eure Fische, guter Mann. Nur eure Ortskenntnis. Wo bin ich hier? Dies ist die Onyx-Bucht, nördlichste Provinz des Goldenen Reiches, unter seiner Herrlichkeit Kaiser Magnus Arias von Xu. Wie weit noch bis Empyrea? Nicht weit. Ihr müsst dieses Land nach Süden durchqueren. Aber der Weg dahin wird euch euer Blut kosten. Räuber halten die Handelswege versperrt und belagern unser Dorf. Sie sind wie hungrige Wölfe. Allein am Pass nach Süden steht ein Haufen von ihnen, der selbst der kaiserlichen Armee Respekt beibringen würde. Allein kommt ihr dort nicht durch. Ich werde also ein Lager brauchen und genug Nahrung für ein großes Heer. Bedient euch meiner bescheidenen Hütte. Solange es euch gelingt, unser Dorf zu befreien, bin ich glücklich. Sprecht dort mit Tario, dem Dorfältesten. Gut. Ach, hey, ein Ochs. Und ja, es geht wieder mal los. Ich muss mich gegen... Verteidigt euch! Speer beweisen. Zurück mit euch! Herr der Rune? So. Ärmel hoch und los! Was wünscht ihr? An die Arbeit! Zum Glück brauchen wir nicht so viel Stein. Das Aria dort wäre dann aber nicht schlecht. Tach. Achtung! Also ja, hier können wir unsere Nahrungsproduktion hochziehen mit der Fischerzunft. Gibt ja auch genug Fisch hier. Vorsicht! Verfügt über mich. Dort entlang. So, Holzfäller. Schon dabei. Hierhin. Herr der Rune? Habe verstanden. Oh, Urias hilft uns endlich mal. Verteidigt euch! Da ist ein Schrei. So ein Brunnending. Oh, und da sind Ochse. Eine Quelle. Das Wasser, das zwischen den Steinen hervorsprudelt, hat eine grünliche Färbung und verströmt einen beißenden Geruch. Tote Tiere liegen in der Umgebung. Neben der Quelle gibt es einen kleinen Teich, in dem noch frisches, klares Wasser steht. Der Rest des Wassers scheint vergiftet. Wenn ihr in die Quelle hineinblickt, könnt ihr im Wasser einen dunklen Kristall sehen, der tief im Inneren der Quelle verkeilt ist. Würde dir dein Werkzeug, um den Gegenstand herauszuholen? Okay. So. Verfügt über mich. Baut uns euren Steinbruch hier auf. An die Arbeit. Vorsicht! Verfügt über mich.
Und dann brauchen wir noch etwas Stein. Gebäude wurde errichtet. Ja, hier haben wir etwas Eisen.